So, meine Damen und Herren, darf Sie nach dem Spiel gegen den Karlsruher SC ganz herzlich begrüßen zum Hackabschuh auf Fan-Talk hier im 60er Club. Marius Wolf angeschlagen, der war angekündigt. Freue mich, dass Corbinian Vollmann mit draufgekommen ist. Das ist immer nach einer Niederlage nicht das größte Vergnügen. Corbinian, ihr habt euch viel vorgenommen heute. Der Einsatz hat gestimmt. 60 Minuten, muss man sagen, schien die Sonne für die Löwenfans. Und dann kriegt ihr in 8 Minuten 3 Gegentreffer. Wie kann sowas passieren? Ja, ich sag mal, dass ja, wenn so ein blödes erstes Tor fällt oder was auch eigentlich zu einfach fällt, dass dann Karlsruhe im Aufwind ist, dass die natürlich auch wieder neuen Mut schöpfen, da müssen wir dann dagegen halten. Ja, letztendlich kann man sagen, dass wir wahrscheinlich die Tore zu einfach kriegen. Das sagt sich aber als Offensivspieler auch immer leichter, weil ich weiß, wie schwer das ist, die Tore zu verteidigen. Und da mache ich den Jungs jetzt keine Vorwürfe. Wir werden die Tore analysieren und dann versuchen, es das nächste Mal besser zu machen. Wenn man auf die Tabelle schaut, wir haben 15 Punkte geholt aus 17 Spielen. Da wird es den Löwenfans langsam Angst und Bange. Ja, wir haben uns natürlich heute was anderes vorgestellt, auch viel vorgenommen. Und ja, letztendlich bleibt uns jetzt nur das Spiel zu analysieren, den Kopf wieder hochzunehmen und versuchen, in den nächsten zwei Spielen besser zu werden. Jetzt haben wir zum Glück eine englische Woche, da kann man das schnell wieder vergessen machen bzw. gut machen. Ich habe es zuvor schon gesagt, 3 Tore in 8 Minuten. Dann seid ihr aber wieder zurück ins Spiel gekommen über den Kampf, habt sogar noch den Anschlusstreffer, das 2:3 erzielt und dann diese Situation im Strafraum. Keiner weiß, wahrscheinlich bis auf er selber, warum Schiri Schreier den Ausgleich zum 3:3 nicht gegeben hat. Wie hast du die Situation gesehen? Also live unten im Spiel hätte ich gesagt, dass es kein Foul war, aber ich habe es jetzt nur einmal kurz im Fernsehen gesehen. Ja, ich will jetzt dem Schiri keinen Vorwurf machen, aber ich sag mal so, dass Karlsruhe natürlich da oben steht und dann passiert es natürlich öfters, dass diese 50-50-Entscheidungen vor dem Tor oftmals für sie eher entschieden wird und wir da unten drin stehen und das jetzt des Öfteren mal da, dass solche Situationen gegen uns entschieden werden. Wir haben gesehen, Mulic war in zweiter Reihe gestanden. Der Kontakt war eigentlich zwischen dem Karlsruher Torhüter und seinem eigenen Verteidiger. Das Spiel ist vorbei. Die Punkte für Karlsruhe. Jetzt geht's, du hast es gerade schon angesprochen, in die englische Woche am Mittwoch Kaiserslautern. Ist das jetzt für euch als Spieler, für euch als Mannschaft, ist das die bessere Variante, als dass man wieder bis zum nächsten Wochenende erst warten muss? Ja, ich glaube, jeder von uns spielt natürlich gerne. Man trainiert die ganze Woche darauf hin. Und ich bevorzuge generell englische Wochen. Da sind mehr Spiele. Ist natürlich auch intensiver von der Belastung her. Aber es macht natürlich Spaß zu spielen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten zwei Spiele. Die Löwen brauchen definitiv jeden Punkt. Corby, wir hoffen, dass es vor Weihnachten noch was wird mit dem Dreier zu Hause. Denn mit 15 Punkten in die Winterpause zu gehen, wäre schwierig. Danke dir, der Hackabschuh Fan-Talk nach dem Spiel gegen Karlsruhe. Corbinian Vollmann, merci dir. Der Löwentipp, meine Damen und Herren, im 60er-Club hier. Sie können vor jedem Heimspiel Ihren Tipp abgeben. Das haben heute auch wieder einige getan. Nur hatte keiner das 2:3, den knappen Sieg der Karlsruher, auf seinem Tippzettel. Der Hauptpreis wäre ein Drucker gewesen von Gröbel Drucklösungen. Nachdem wir keinen Gewinner haben, geht der in den Jackpot. Wir werden ihn dann bei einem der nächsten Heimspiele hier im 60er Club beim Fan-Talk verlosen. Danke Ihnen für den Moment und darf nochmal sagen, nächstes Heimspiel am kommenden Mittwoch 17:30 Uhr, 17:30, gegen Kaiserslautern. Und wer Lust hat, heute Abend besinnliche Stunden im Grünwalder Stadion, das zweite Adventssingen, veranstaltet von den Freunden des 60er Stadions. 18:30 Uhr ist Einlass, 19 Uhr geht's los. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, einen schönen zweiten Advent. Herzlichen Dank.